Erstmal guten Morgen, mein Name ist Tina Daimel-Seibt. Ich freue mich über Ihr Interesse. Ich möchte in dieser Session die InCom-Plattform vorstellen. Das ist eine Blended Learning, Blended Campus, Blended University-Plattform, die extrem gut funktioniert. Und ich habe gedacht, ich mache so 10 Minuten lang eine Präsentation der Plattform, führe kurz durch, wie sieht das aus? Und danach die Interaktion wird darin bestehen, dass Sie vielleicht Fragen stellen können. Und wir haben eine Testplattform, da kann man raufgehen und das Interface ausprobieren. Oder man guckt sich auf Universitäten, also bei Hochschulen, um die InCom bereits benutzen. Also ich habe das so ein bisschen locker gestaltet. Sehe gerade, sind jetzt 15 Teilnehmer. Ich würde jetzt mit der Präsentation anfangen. Wenn ich die starte, dann sehe ich gar nichts mehr. Ich sehe auch gerade dann nichts mehr im Chat. Also dann will ich mal eben für 10 Minuten einfach am Durchsprechen. Okay. Die InCom-Plattform ist eine Eigenentwicklung der Fachhochschule Potsdam aus dem Interface Design, Studiengang Interface Design. Und zwar, der wurde 2004 gegründet. Ich war damals wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Design. Wir haben nach einem Tool gesucht, das unsere Lehre begleiten kann, haben nichts gefunden, haben gedacht, naja, wir sind ja aus der Disziplin, wir machen das mal selbst. Inzwischen ist aber InCom quasi ein Spin-off, eine eigene Firma und es gibt schon ein paar Hochschulen, die neben der Fachhochschule Potsdam die InCom benutzen. Und zur Eigenentwicklung, also wir haben gedacht, wir machen das aus unserer Disziplin heraus. Das heißt, aus einem nutzerzentrierten Designansatz haben wir zunächst die Bedürfnisse rausgefiltert, um dann eine passende Schnittstelle zu gestalten. Und zwar wollten wir, dass das Tool uns begleitet, uns unterstützt, uns nicht im Wege steht durch technoide Strukturen oder überfordernde Komplexität. Dieses Werkzeug sollte vom alten Professor, der schon mit E-Mails überfordert ist, bis zum Digital Native alle integrieren. Es sollte möglichst einfach, möglichst naheliegend und klar und möglichst schön sein. Das heißt mit ästhetischen Oberflächen, weil es soll ja inspirieren und engagieren. Gut. Das ist ganz klar als Blended Learning, Blended Campus-Lösung konzipiert. Es sollte nie den Präsenzunterricht ersetzen, sondern ihn quasi unterstützen und asynchron erweitern. Also Vorlage war der reale Campus. Es gibt ein schwarzes Brett, es gibt einen persönlichen Austausch, es gibt die kursbegleitende Diskussion und es gibt auch eine Dokumentation und Präsentation der Studienergebnisse. Das ist so quasi so ein Alleinstellungsmerkmal von InCom, weil das haben andere Lernplattformen eigentlich nicht. Ich springe jetzt mal rein in das Interface und der Campus ist hier quasi zwischen diesen beiden grauen Leitplanken, den Navigationsbalken, gerahmt und die linke Navigation, das ist die Hauptnavigation, die verlinkt die wichtigen Aspekte, Inhalte in InCom und die rechte Navigation ist die Nutzernavigation, die hat man nur, wenn man eingeloggt ist und die verlinkt eigene Inhalte. Gut, hier in der Mitte ist es die Übersicht der Workspaces. Workspaces sind die digitalen Arbeitsräume in InCom, die zum Beispiel Lehrveranstaltungen begleiten, aber auch Studierende können sich ein Workspace aufmachen, um gemeinsames Referat vorbereiten, eine Ausstellung vorbereiten oder was auch immer. Also diese Übersicht kann auch als digitales Vorlesungsverzeichnis fungieren. Hier findet man alles und kann es filtern. Ich springe mal rein in so einen Workspace, in so einen digitalen Arbeitsraum. Also da findet man alles, was der zu Zusammenarbeit bedarf. Da gibt es die Konversation, die Mitglieder, die Termine, die Infos und die Materialablage. Synchrone, also InCom ist ja rein asynchron, synchrone Tools wie der Online-Kursraum, das heißt ein Zoom, Big Blue Button, Jitsi-Link, kann hier direkt prominent verlinkt werden, genauso ein Whiteboard, ein Link auf andere synchrone Tools. Das heißt, in dieser Workspace-Ansicht hat man alles auf einen Blick. Es ist alles sofort da. Ein Workspace hat drei Tabs. Wir sind gerade im Workspace. Im Info steht das, was im Vorlesungsverzeichnis steht. Und dann gibt es den Projekte-Tab. Das sind die Studienergebnisse aus dieser Lehre, also aus dieser Zusammenarbeit. Das sind quasi Projektdokumentationen, die hier verlinkt sind. Nochmal hochgesprungen. Es gibt auch einen eigenen Punkt Projektarchiv. Da sind, weil Projekte
können ja alles Mögliche sein. Es können Bachelor-Masterarbeiten sein, einfache Studienergebnisse, freie Forschungsprojekte, es können Praktikumsberichte sein oder eben auch, in Corona war das jetzt, Semestern war das sehr üblich, dass man Projekt-Tagebücher dokumentiert hat. Der Vollständigkeit halber springe ich auch mal in so ein Projektdokumentation rein. So eine Projektdokumentation hat ein großes Teaserbild, es hat einen Titel, es hat einen Abstract und darunter lassen sich beliebig viele Abschnitte anlegen, die dann eben mit Text, mit Bild, mit Video gefüllt sind. Ganz unten gibt es dann die Metadaten zum Projekt, welche Fachgruppe, was ist das für ein Projekt, gibt es einen Betreuenden, aus welchem, gibt es einen zugehörigen Workspace. Nutzerinnen können Feedback hinterlassen oder auch applaudieren. So, der letzte Punkt, den ich noch erkläre hier aus der Hauptnavigation, ist der Personenpunkt. Und zwar ist das mehr als jedes Intranet der Hochschule, findet man hier alle Personen, die mit der Hochschule zu tun haben. Neben dem aktiven Hochschulpersonal wie Lehrende, Mitarbeiterinnen und Studierende gibt es eben auch die Gäste der Hochschule aus Kooperationen und die Alumni verbleiben auf der Plattform, sofern sie sich nicht abmelden möchten und bleiben somit erreichbar. Klickt man auf ein Profil, hat man Kontaktmöglichkeit und Kontext zu Person in Form von Projekten, die Person dokumentiert hat oder Workspace-Mitgliedschaften. Man sieht so die Interessen der Person. Gut. Incom versucht quasi, den Campus als Ganzes abzubilden und transportiert jede Menge soziale Informationen. Es besteht aus einem vernetzten Community-Modell, das diese verschiedenen ineinander verwobenen Gruppen moderiert und sie zu einem identitätsstiftenden Ganzen aufsummiert, dem zusammenarbeitenden Campus. Und das manifestiert sich am besten auf der Incom-Startseite. Hier wird nämlich die ganze Information geteilt, die die Community dafür vorsieht. Also es ist wie so die Spitze eines Eisberges. Ganz oben ist wird angeteasert, eins der letzten 10 dokumentierten Projekte. Die anderen gehen links in die Spalte. In der Mitte ist ein großer globaler Kalender. Das heißt, man kann in einem Workspace kann man Termine eintragen für die Gruppe oder man kann immer so ein Häkchen Incom Startseite machen, dann schickt man das auf die Startseite. Genauso gibt es Aktuelles aus den Workspaces. Das sind Beiträge aus einem Workspace, wo auch gesagt wird, oh, das ist jetzt nicht nur für die Arbeitsgruppe relevant, sondern für den ganzen Campus. Und dann wird es nach oben geschickt. Und so. Ach so, in der Mitte gibt es noch angeteasertes schwarze Brett, darf an keiner Hochschule fehlen. Und so füllt sich diese Startseite mit Inhalten aus der Community, die allerdings dafür vorgesehen sind. Weil bei Projekten und Workspaces gibt es und Beiträgen, es gibt immer so unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen, wie weit man das teilen möchte, also wie offen. Aber Incom möchte quasi, dass nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kocht, sondern auch die Community mit einbezogen wird. Also immer, dass man auch immer guckt, nicht. Ist das nur für die Arbeitsgruppe relevant oder für alle? Gleiches bei Terminen und Projekten. Und man soll nicht sein eigenes Süppchen immer nur kochen, sondern teilen. Austausch ist groß geschrieben. Gut. Das soll Incom dann zu einem Platz machen, an dem man sich gerne aufhält, gerne rumguckt, sich informiert und auch gerne gibt. Hier mal das Feedback einer Nutzerin. Wir haben in jeder Incom-Plattform so ein Workspace Incom-Entwicklung integriert und dort posten wir, wenn es zum Beispiel Serverarbeiten gibt, wenn es Bugs gibt, die Nutzer sagen, oh, wir hätten so gern dieses Feature und so weiter. Aber hier habe ich jedenfalls mal Serverarbeiten am Wochenende machen müssen. Und eine Nutzerin aus Dessau in dem Fall sagt, ja, okay, ich richte mich darauf ein, Wochenende ist schon okay. Ansonsten hängen wir ja immer auf Incom rum. Und ich habe das jetzt nicht als plumpe Werbung quasi gezeigt, sondern ich mag dieses Bild von einem Platz, auf dem man gerne abhängt, wo Leben stattfindet, wo soziale Kontakte sind. Und die Online-Lehre wird ja auch immer mit Social Distancing gleichgesetzt oder in Zusammenhang gebracht. Und da finde ich diese sozialen Verweis besonders hilfreich. Gut. So, nun kommt der Screen mit den Bullet Points. Weil ich habe ja die These aufgestellt, dass Incom different by design ist. Und Bullet Points sind immer so ein Takeaway. Mein Kollege sagt,
Tina, deine Präsentationen sind so unverständlich. Man muss einfach eine These aufstellen und dann mit Bullet Points auflösen. Und das mache ich jetzt hier nochmal. Und zwar, Income ist einfach, klar und schön. Das heißt, gut gestaltete Interfaces, die motivieren und engagieren. Income hatte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist in die Nutzungsstruktur gestaltet, sozusagen, weil Studierende dürfen all das auch, was Lehrende dürfen. Der einzige kleine Unterschied ist, dass sie einen Workspace nicht zur Lehrveranstaltung deklarieren dürfen. Ansonsten, ja, genau. Lehre und Studienergebnis ergänzen einander. Das macht Sinn. Auf einem Bein steht sich nicht. Und ich finde das ein gutes Design, diese beiden zusammenzuführen. Und Income baut auf soziale Wahrnehmung und auf Austausch und schafft so eine menschliche Kultur der Zusammenarbeit, die den digitalen Campus eben erweitern soll. Gut, ich bin jetzt mit dieser Präsentation durch und warte nur darauf, dass ich sie wieder sehen kann oder sehen kann, wie viel hier überhaupt da sind. Das ist echt anders als bei Zoom. Hier gibt es noch ein paar nützliche Links. Unsere Firmenwebseite. Da sieht man, welche Hochschulen benutzen Income und kann einfach mal darauf gucken, wie sieht denn das dort aus? Dann ist dort auch die Funktionalität nochmal beschrieben und es gibt eine Testinstallation unter testincome.org. Da kann man das Interface ausprobieren. Und diese Plattform ist jetzt habe ich immer gesagt, Income ist schön, ist überhaupt nicht schön, diese Plattform, weil man merkt, ein gutes Interface braucht auch sinnvolle, gute Inhalte, um zu inspirieren. Und das ist halt nur Dummy-Content. Gut. So, es sind immer noch Leute da. Ich bin wieder da. Wie gesagt am Anfang, ich habe mir so vorgestellt, dass ich jetzt zwar einen Browser aufmachen kann. Entweder nee, dann sehe ich ja schon wieder nichts mehr. Das ist auch dumm. Genau. Die Testplattform oder ich beantworte Ihre Fragen im Chat vielleicht und zeige dann entweder auf der Testplattform oder auf einer, ich habe noch eine andere Idee, ich mache ein kleines Browserfenster, dann kann ich immer noch den Chat sehen und gehe zum Beispiel mal auf die Odysseus Kunsthochschule. Ich sehe, meine Navigationsbalken sind eingeklappt. Also hier ist meine Navigation und hier ist die Hauptnavigation. Ich sehe, es gibt keine Fragen. Es gibt auch nicht die Möglichkeit zu winken, weil ich sie ja nicht sehe. Solange es keine Fragen gibt, würde ich einfach mal, genau, dann verlassen die Leute, haben keine Lust auf Interaktion, den Raum, sonst klicke ich einfach mal rum auf so eine Plattform. Das ist die Startseite der Mothesius Hochschule. Man sieht die Workspaces. Ich kann die Workspaces filtern. Irgendwie ist das drin. Workspaces filtern. Ich kann jetzt zum Beispiel, was ich immer ganz spannend sage, nicht die Lehrveranstaltung, die rausfiltern und sehe, was an sonstige Workspaces noch ganz interessant ist an so einer Hochschule. Okay. Freies Aktzeichnen. Manche wirken trotzdem wie Lehrveranstaltungen. Die wurden bloß nicht zur Lehrveranstaltung deklariert. Oh, es gibt eine Frage. Nee, das ist quasi Organisation. Ja, es wäre schön, wenn es Fragen gäbe. Solange würde ich einfach weiter quatschen. Oh, ich habe eine Push-Nachricht, die nerven. Wurde die Plattform gemeinsam mit den Studierenden entwickelt? Ja, die wurde tatsächlich mit Studierenden in einem Kurs mit Professor Boris Müller und mir und Studierenden entwickelt. Und wir haben. Also das merkt man auch richtig, dass Studierende zum Großteil die mitkonzipiert haben. Und die machen auch jetzt noch weiter, weil Income wird ständig weiterentwickelt. Und wir schaffen es immer durch diese Workspaces, die Income-Entwicklungs-Workspaces, immer Kontakt weiter zu den Nutzern
zu halten und die wünschen sich was. Und wir können auch so ganz spontan, also zum Beispiel diese Direktlinks zu den Online-Kursseminaren, also zu Zoom oder so, die sind innerhalb von 2 Wochen entstanden, nachdem das Corona-Semester angefangen hat. Also wir reagieren auch immer darauf, was die Nutzer brauchen und wir stehen im Kontakt. Und ja, die Studierenden sind bei uns ganz groß geschrieben. Die können mit, also im Gegensatz zu Moodle, können die mitgestalten, ihre, auch wenn sie in einem Workspace, sie treten quasi, das könnte ich nochmal. Wo sehen Sie den Vorteil zu Alternativen wie Moodle? Ja, ich habe Moodle ja gerade erwähnt. Also Moodle finde ich, wenn ich jetzt sage, technoide Strukturen und überfordernde Komplexität und schönes Interface, sehe ich das alles gar nicht sozusagen. Und gegen Moodle haben wir so ein bisschen entwickelt, weil Moodle ist so, es gibt einen Oberadmin, den gibt es bei InCom nicht, sondern alle Nutzer gestalten diese Plattform, also indem sie quasi Workspaces aufmachen, Content nach oben schicken und auch der Studierende, also die Workspaces sind frei, man geht da rein, meldet sich an und man kann in diesem Raum mitgestalten. Man kann Kategorien vergeben. Es ist ganz anders als bei Moodle, wo ein Admin irgendwas freischaltet, sozusagen. Ein Workspace stellt also eine Vorlesung dar. Können Vorlesende ihr? Ja, aber das, die letzte Frage, ich lese sie mal vor. Ein Workspace stellt also die Vorlesung dar. Können Lehrende ihre Vorlesungsinhalte schon für das ganze Semester hochladen, sortieren und vorplanen, sodass also der Lehrende nur einmal zu Beginn des Semesters Arbeit hat und dann nicht mehr? Also es gibt eine Materialablage, wo natürlich alles, ich gehe mal live in mein zweites Fensterchen. Das sehen Sie, ne? Davon gehe ich aus und gehe mal in ein Workspace, den ich mir selbst gemacht habe. Ich habe hier eine Dateiablage und kann also erstmal richte ich den Workspace ein, indem ich sage, es ist eine Lehrveranstaltung und kann so ein Fach hinzufügen, zum Beispiel Kultur, ich beschreibe es, ich kann Werkzeuge zur Verfügung stellen. Ich sage, an welchem Tag das ist. Ich kann hier den Zoom-Link hinterlegen oder ein Miro-Board. Ich kann mir die Arbeit teilen, aber ich glaube, ich möchte mal konkreter auf Ihre Frage eingehen. Ich kann hier Material hochladen. Ich kann mir eine Ordnerstruktur einrichten und diese Ordner kann ich auch fürs nächste Semester mir wieder importieren in den nächsten Workspace. Aber eigentlich ist das nicht das, was wir wollen, weil wir wollen eigentlich, dass das über eine lebendige Kommunikation geschieht. Und eigentlich ist am Tag der Vorlesung, des Seminars, wird dann die Vorlesung hochgeladen und dazu werden Fragen gestellt und so läuft das. Also man kann beides, aber InCom versucht, andere Wege zu beschreiten. Gut, stellen Sie diese Plattform ausschließlich anderen Hochschulen zur Verfügung oder fassen Sie auch andere Zielgruppen ins Auge, zum Beispiel Schulen, Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen. Ja, eigentlich ist das ein Tool für die Lehre. Aber zum Beispiel hat das Hochschulforum für Digitalisierung mal ein Hackathon damit gemacht. Wir haben über 2 Jahre hat eine Forschungsgruppe damit gearbeitet. Das Problem damit ist hier, dass InCom irgendwie so eigentlich so eine gewisse Prozentsatz an zusammenarbeitenden Nutzern braucht, um gut zu sein. Und wir sagen, der ist bei mindestens 100 oder 100 Leuten erst. Ich habe schon wieder eine. Also es müssen so eine gewisse Anzahl von Menschen zusammenarbeiten, damit das klappt. Gibt es eine Übersicht der Funktionalitäten im Vergleich zu anderen gängigen LMS wie Moodle, Studie Canvas und so weiter? Es gibt eine Übersicht der Funktionalität, aber nicht zu den im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, wir haben keinen Chat, wir haben nichts Synchrones, wir machen keine Learning Analytics aus Prinzip. Wir haben
Noten, nein, ich denke, es ist in vielen Sachen gleich. Es ist einfach, ich würde sagen, eher weniger, aber besser. Sage ich mal ganz frech. Und in jedem Fall ist der Service, also die anderen, sie haben jetzt lauter Open Source Tools angesprochen. Die sind ganz toll, aber wie gesagt, bei uns kann man immer jemand ansprechen. Und auch ganz persönlich. Man kann E-Mail schreiben, über den Workspace gehen oder sogar anrufen. Bitte, bitte. Gut. Keine Fragen mehr? Im Monat. Ach, ich hätte das auch antworten können, genau. Income ist als rundum sorglos Paket geplant. Das heißt, wir hosten, wir entwickeln weiter. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wir machen Support. Es gibt verschiedene Pakete. Das kleinste Paket ist bis 500 Nutzer. Das kostet 300 € im Monat. Das bis 1000 ist 580. Und ganz neu und noch nicht online ist, wenn man Income für eine ganze Universität betreibt, kann man in verschiedene Fachbereiche oder Fakultäten aufteilen. Das heißt, die Fakultät Design hätte immer noch ihre Startseite mit ihren Inhalten, aber man kann auch interdisziplinäre Workspaces aufmachen und umschalten. Na, noch eine Frage? Irgendwas noch? Ja, danke schön. Interessant wäre es, sind hier Studierende in der Audience? Stell ich mal Fragen? Ja, sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich für Ihr Interesse und ich denke, das war's. Nein, die Udica Spaces Plattform, die interessiert mich auch. Ich war tatsächlich auf dem Rundgang am Sonntag und wurde die vorgestellt, aber um 17 Uhr war ich dann schon wieder weg und hatte Hunger. Ja. Haben Sie einen Link für mich? Ich denke, die Spaces, das ist ein Konglomerat zusammen, also ich habe an der UdK studiert, also HDK damals noch, drum interessiert mich die immer ganz besonders. Das ist meine Alma Mater sozusagen. Und die Kunsthochschule Weißensee arbeitet ja mit Income. Aber die UdK nicht, die baut auf Open Source. Und das ist auch wahrscheinlich ein. Naja, so ein schwer zu schiffbares Schiff aus individuellen Interessen. Ja. Der Unterschied hat sie interessiert. Ich glaube, das ist Income ist ein gestaltetes ein Ort, wo man alles findet. Und ich glaube, dass diese Matrix von der UdK, also da gibt es ein Chat-Tool und da gibt es ein Zoom-Tool und so weiter und so fort.